Das Stachelschwein 2. Kaffee Viva Marte. Kaffee Hub. So nenne ich den. Um so ein bisschen mehr Überblick zu bekommen. Ist überall volles Lager, aber das ist mir scheißegal. Könnte zumindest ein paar mehr von denen hier hinstellen. So. Was ist denn jetzt hier mit dem Teil hier? Oh nee, wir brauchen wieder Fenster und weiß ich nie alles, ey. Alter. Dann tut's mir leid. Dann sollst du jetzt wenigstens hier mal loslegen, bitte. So. Kann doch nicht wahr sein. Ständig fehlt irgendwas. So, weiter hoch. Ich weiß nicht, wie viele gerade zuschauen, aber es... was ich brauche, um bei Twitch quasi die nächste Stufe zu erreichen, müssen 5 Leute gleichzeitig im Chat los schreiben. Also ich wäre euch sehr verbunden, es soll aber jetzt echt kein Betteln sein, wenn alle kurz was reinschreiben. Innerhalb von 5 Minuten muss das, glaube ich, sein. Also innerhalb von 5 Minuten 5 Leute irgendwas schreiben, ist mir scheißegal was. Ihr könnt auch einfach irgendeinen Kack reinschreiben. Weil ich habe immer noch 4 von 5 und ich schaffe diese Marke einfach nicht. Aber müsst ihr nicht. Ihr seid herzlich willkommen, auch einfach so zuzuschauen. Aber ich... Ich glaube, ein paar sind gerade da, deswegen, ich will aber wirklich hier nicht zu sehr bedürftig klingen. Na, diese blöde 5-Chat-Marke, die ist schon seit einiger Zeit bei mir so ein bisschen. Es schreiben schon genug Leute und so, aber ich glaube, das will immer, dass es gleichzeitig passiert, deswegen, ja. Admiral auf der Brücke. So, rein damit. Die Krankheit ist ausgebrochen. Lasst mich raten, wir haben nicht genug Fenster. Was war denn jetzt hier? So, hier steht jetzt alles. Jetzt müssen wir noch Feuerwachen hinstellen, sonst explodiert hier wieder bald alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Theoretisch können wir jetzt, glaube ich, damit ein Elektrizitätswerk betreiben. Habe ich denn jetzt hier schon einen Ölhafen irgendwo? Ja, oder? Habe ich Ölhafen. Ja, irgendwo steht hier ein Ölhafen. Da. Da steht der Ölhafen. So. Dann werde ich jetzt mal meine Ölrouten anpassen. Greif- und Ringelblume, auch interessante Namen. So, eine neue Ölroute. Von Gladiator ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Nach Viva Pinata.
Früher Vogel. Ach nein, Ruben, alles gut. Das ist halt so bei Twitch. Also die meisten Zuschauer wollen halt einfach so zugucken, lurken. Das ist ja auch völlig okay. Aber Twitch möchte halt, dass ich zumindest einmal diese 5 Personenmarke knacke. Aber das ergibt sich schon von selbst. Also ich muss eh erstmal 50 Follower schaffen und erst dann. Aber ich hätte es halt gerne schon vorher erfüllt gehabt. Das kriegen wir schon noch hin. So. Fehlende Eisenbahnschienen zum Ölhafen. Komisch, ich dachte, wir hätten hier schon verbunden. Ach nee, hier der Tankhof noch. Genau. Jetzt passt es. Okay. Sieht doch alles ganz gut aus. Jetzt müsste man aber eigentlich nur noch die Eisenbahnschiene irgendwie darüber kriegen. Das geht, das geht. Wir brauchen nur mehr Baumaterial. Cool. Ja, dann alles gut. So. Dann müssen wir nochmal zurückfahren und erneut unsere Waren holen. Oh nein, wir haben ja keine Fenster mehr, kann das sein? Da sind noch ein paar. Ich streame jetzt, wie lange streamst du schon? Also ich streame jetzt seit, ich glaube, Februar, meine ich. Ja, ich glaube seit Februar. Und ich habe ja am Anfang gesagt, hey, ich mache das, ich probiere das einfach mal aus, mal gucken. Wenn es nicht läuft, lasse ich es wieder. Aber ich glaube, also ich habe dann halt so viel Spaß dran gefunden, dass ich mir dann das einfach immer weitergemacht habe. Weil am Anfang habe ich ja, glaube ich, schon so gesagt, wenn das nichts bringt, dann lasse ich es wieder. Ein neuer Auftrag. Weil am Anfang ging auch erstmal nichts, aber mittlerweile läuft es ja doch ein bisschen. Der wichtigste Tipp ist echt, den kann ich jedem ans Herz legen. Ey, Leute, blendet eure Zuschauerzahlen aus. Das ist wirklich das Wichtigste, was man machen kann. Also das hat mir schon mal unfassbar viel Druck genommen. Weil am Anfang konnte ich immer genau sehen, wie viele zuschauen. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt zusehen. Ich habe noch nicht einmal hingeschaut heute. Ja gut, der Bot sagt das manchmal, aber ansonsten... Man macht sich so verrückt damit, weil wenn ich jetzt, oh, jetzt sind welche da, jetzt gucken gerade welche zu, jetzt muss ich aber richtig liefern hier. Oder, oh nein, es guckt niemand zu, das ist mir jetzt einfach irgendwie egal, weil ich weiß es nicht, es könnten theoretisch 10.000 Menschen zugucken oder gar niemand, es spielt keine Rolle. Einsatzbereit. Das ist einfach ein wichtiger Tipp, damit man sich so ein bisschen den Druck nimmt. So. Fenster. Ja, Twitch ist sowieso, ich muss echt sagen, Twitch braucht sehr viel Zeit einfach. Da musst du wirklich viel Geduld haben und immer dranbleiben. Es hat super viel mit Glück und Zufall zu tun, ob denn jetzt gerade jemand kommt, den das halt einfach gefällt, was er da sieht, oder das Spiel mag. Weil von selbst findet dich halt keiner. Ist nicht so bei YouTube, dass du zufällig irgendwo mal ausgespielt wirst. Oh, dieser richtige Zugstau hier. Wir machen hier mal einen Mindestbestand von 100. Ey, wir haben ja übelst viel Alu hier oben. Das kann ja gar nicht sein. Das brauchen wir. Aber ich will jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, mir geht es hier um die Zahlen oder so. Ich habe halt einfach gerade nur die Bitte ausgesprochen, da
dass es mir super helfen würde, wenn diese Chat-Sache mal abgehakt wird. Weil die mir halt so ein bisschen im Weg steht. Also mein großes Ziel ist es halt jetzt wirklich, die 50 Follower zu schaffen. Dann musst du, glaube ich, 3 Zuschauer im Durchschnitt haben. Ich bin ungefähr bei 2,5 zurzeit. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann kriegst du dein Affiliate. Und mir geht es gar nicht um das Geld, weil das bringt eh nichts, wenn du jetzt nicht 5 Millionen Leute hast, die dir da folgen. Aber man kann dann einfach mehr individualisieren. Man kann Emotes machen. Man kann mehr interagieren. Man kann Kanalbelohnungen einführen für die Zuschauer. Darum geht es mir. Dass einfach noch ein bisschen mehr Spaß in die Sache reinkommt. Und darauf freue ich mich halt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Leute habe, die im Chat gleichzeitig schreiben, ist es mir dann möglich, VIPs zu vergeben. Also man kann halt bestimmte Follower zu VIPs machen. Darum geht's mir hier. So. Mal kurze Luft holen und dann... Ach Gott, der ist ja erst hier unten jetzt. Eieiei. So. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Wir brauchen Dampfmaschinen, wir brauchen Glas. Nee, Fenster brauchen wir. Fenster. Und ich würde sagen, noch mehr Stahl. Und dann nichts wie hoch damit. Na, oder brauchten wir jetzt noch irgendwas für unseren... Wo ist er dann? Was ist denn das hier? Sieht komisch aus. Zieht helle Köpfe magisch an. Boah, hier auf der Insel finde ich mich überhaupt nicht zurecht. So, wir brauchen... Nee, nur die Fenster. Genau. So. Mittlerweile haben wir genug Alu, glaube ich, um das Luftschiff zu bauen. Ah, nee, da hätten wir unsere Dampfmaschinen. Wartet mal. Zurück, zurück, umdrehen! Brauchen doch gar keine Dampfmaschinen, oder? Oder habe ich hier irgendwas jetzt hingestellt, wofür wir Dampfmaschinen brauchen? Nee, wir brauchen hier nur eine Brücke. Das war's. Brauchen nichts mit Dampfmaschinen. Fail! Schneller! Verkürzen ihren Aufenthalt. Oh nein, denen gefällt's nicht mehr in meiner Stadt. Sind unterwegs. Oh, wir sind schon bei über 100 Stunden nur für diese Session. So lange habe ich bei meiner ersten Session gar nicht gespielt, nicht mal. Und krass. So, Dampfmaschinen bitte zurück und... Nee, nimm doch mal den Stahlbeton. Ach, da ist gar keiner. Nein, halt Stahl. So, schneller, schneller, schneller. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. So. Jetzt können wir, glaube ich, unser Luftschiff bauen. Den Alicanto. Ich würde sagen, wir bringen uns hier noch ein bisschen was mit. Nee. Kurs halten. Du machst das jetzt mal. Wir haben eine Flugroute. Jetzt bist du dran. Meine Hände sind fertig. Ach, nein. Jetzt zeigst du mir. Es mangelt an. Lol, was denn hier passiert? Hat's hier gebrannt oder was? Was ist das denn hier? Postapokalypse.
Scheiße, Mann. Wegen der Krankheit hier oder was? Das gibt's ja nicht. Ihr wollt mich doch vollkommen verarschen. Nee. Mensch. Da muss man doch nicht gleich das ganze Hotel abreißen. Deswegen. Ach, Leute. Ans Bett gefesselt, im Angesicht. Was ist denn jetzt hier los? Sprechen Sie mit redselige Zofe. Ach ja, die Königin ist ja jetzt da und wir ignorieren das die ganze Zeit. Und die stehen ja immer noch, die Schaulustigen. So, ja, wir können natürlich hier mal erstmal ins Forschungsinstitut gehen und da ein bisschen was spenden. So. So. Ja, das könnte nützlich sein. Wirklich sehr nützlich. Man sollte immer über seine Verhältnisse leben. Wie sollte man sonst Depp von Dandy unterscheiden? So, Moment. Was wollte ich jetzt holen? Stahlbeton oder Dampfmaschinen? Ach nee, ich habe schon eine Idee. Kanonen. Mhm. Kanonen und was brauchen wir noch? Dampfmaschinen. Befehle erhalten. Ist denn hier eine Kanonenfabrik, wäre jetzt meine erste Frage. Lol, das gibt's ja gar nicht. Okay. Ja, braucht man halt auch normalerweise nicht. Mir fehlt noch einiges an Material. Alles anhalten. Höhe stabil. Oh, Mikromanagement des Todes hier, ich sag's euch. Noch mehr Eisen, bitte. Setz das Ding in Bewegung. Oh Gott, ey. Wie sieht das Material aus? Willst du mich verarschen? Los, jetzt fang an zu arbeiten. Wir werden beobachtet. So. Hör auf zu meckern. Ich glaube, es sagt. Nee. So. Neue Befehle? Warum steht er hier? Ach so, weil er hier das, ne? Genau. Es gibt so viel auf einmal zu tun gerade. Ich möchte ja eigentlich nur. Das bedeutet uns viel. Schönen Tag auch. Alles im Lot, sag ich mal. Ja, es ist leider ein bisschen blöd hier mit der Arbeitskleidung. Es läuft nicht. Und zu weniger Arbeiter. Man kennt es. Man kennt das Problem. So. Wir können ja einfach so noch mehr Häuschen hier irgendwo erstmal nicht. Okay, was ist mit den Ingenieuren? Die sind wieder mal unzufrieden. Unter qualitativen Gesichtspunkten geht es uns ausgezeichnet. Geht gar nichts gerade. Okay. Auch gut. Dann neue Welt. Hau rein. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. So, dann haben wir doch alles jetzt hier. Man sieht, allen geht es schon viel besser.
sagen, hier sind wir fertig. Koordinaten eingezeichnet. Okay, und wir sind jeden Moment, wir können gleich unseren Turm bauen. Der müsste gleich fertig sein. Zur großen Einweihung. Quasi wie damals zur Weltausstellung, wann war das? 1889? Da wurde der Eiffelturm damals eingeweiht. November 1889. Bei der Weltausstellung in Paris. Dieses Event. Es könnte ja quasi genau das jetzt sein. Das passt ja von der Zeit her. Haben die hier alles? Meine Enkelkinder werden groß und stark. Kirche. Was ist mit dem Fußballstadion? Na, das dauert noch, okay. Und das dauert auch noch. Wir können ja schon mal in die Boxkampfarena hinschmeißen. Boxkampf. Was wollen die noch immer so? Postamt. Passt schon, okay. Hospital haben wir. Wir haben Polizeiwache. Okay, nee, alles gut. Kann man hier eine Brücke machen? Ja, sehr schön. Ist voll, Jefe. Jefe. Jefe ist da. Wir sind bereit, um unsere hier Dings fertig zu machen. Was hat denn jetzt hier noch... Achso, ja, stimmt. Genau, wir wollten die Brücke hier. Hä? Nein. Genau, das wollte ich. It's perfecto. Perfecto. Da muss sich trotzdem noch was ändern hier. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Aber egal, wir haben die jetzt erstmal bis dahin verlegt. Und das Elektrizitätswerk. Geht zurück zu euren Familien. Das brauchen wir erstmal eigentlich gar nicht. Können wir eigentlich wieder ausschalten. So, Öllava. Bau jetzt mal noch so ein... Loge. Was machen meine Lehmgruben? Ich freue mich, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Und jetzt werden wir die ersten Häuser hier upgraden. Auch wenn wir eigentlich die brauchen, die ganzen... Ich sag mal, 400 Journaleros sollten wir haben im Überfluss. Weil man ja nie weiß, wann die wieder weg sind. Oh, jetzt haben sie wieder zu wenig. Ja. Keine gebackenen Bananen. Ach so. Ah, stimmt ja. Wir transportieren ja hier gebackene Bananen hin. Ich glaube, ja, genau. Kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem.
Brauchen wir jetzt noch Fischöl? Dann müsste ich jetzt die richtige Stelle dafür. Das wird der Strand. Den machen wir natürlich jetzt nicht mit Fischöl zu. Vielleicht eine andere Stelle. Hier. Wie wär's hier mit der Fischölfabrik? Das ist halt so weit weg. Dann müsste ich ja jetzt gleich erstmal eine Riesenstraße bauen. Her damit! Ja. So. Wunderschön. Genau, wir machen einmal quer hier durch. Ist das weit weg, Alter. Es mangelt an Arbeitskraft. So, und dann müssen wir jetzt auch genug gebackene Bananen haben, demnächst. Ist nicht meine Schuld, hä? Dann ziehen vor allem Männer schon mal Leros ein, genau. Lebensqualität, wie sieht's hier aus? Lokale Post, bitte. Regionale Post. Arbeitskleidung, Filz, Steve. Ja, das kriegen wir alles noch hin. So. Zufriedenheit. Reicht erstmal Rum und sowas. Ich weiß gar nicht, wo die den Rum her haben. Ich hab doch schon alle Volkslieder. Wo hab ich denn vorhin mein Luftschiff hingeschickt? Bin irritiert. Ach so, der sollte hier die Kanonen besorgen, ne? Es sind erst 3 da. Na, oh, toll. Wupp. Ey, wo steht denn der? Hier. Kanonen. Was ist denn mit meinem Schiff jetzt her? Da wurde doch eins gebaut. Gleich kommt da der mega krasse Alicanto. So. Mal kurz beschleunigen. Sieht wieder ewig dauert das. Ist ja irre. Kann man nicht ein bisschen. Nee. Setz dich lieber in den Schatten. Gut, wir machen mal wieder die Nähmaschinen-Dinger an. Das ist auch wichtig. 24 Verse sind nicht viel. Wissen Sie, ich bin bloß kein Präzise. Zack, zack, zack. Ist gleich fertig. Ey, wir wollten doch eigentlich unseren Eiffelturm fertigstellen. So, was ist denn jetzt hier Stand der Dinge? Erst ganz kurz noch ein Check, ein Zwischencheck. Wie geht's unseren Ingenieuren? Geht's denn gut? Na, so halbwegs. Wir könnten eigentlich. Wenn wir Glück haben, können wir die upgraden. Wie wär's, wenn wir erst noch ein paar von unseren Handwerkern hier hochstufen? Hier zum Beispiel möchte ich kein einziges Handwerkerhaus haben. Ich glaube, das waren alle. Und da ist noch eins. Was fehlt denn denen? Eine Schule?
Ach egal, dann sollen die halt ohne Schule dort leben. Wer braucht schon Schulen? Wird eh überbewertet, oder? So. Hier, die können... Dann gibt es noch ein paar neue Skins. Die Menschen lassen sie hochleben. Ach, hier fehlt ja noch was, stimmt. Stapel gelaufen. Hier muss unbedingt noch was hin. Und da fehlt auch was. Was ist denn hier los? Das sieht cool aus. So, kurzer Check noch hier in meiner. Das ist das. Warte auf Befehle. Ein bisschen dämlicher Name. So. Befehle erhalten. Cool. Wir brauchen ja Kriegsschiffe und deswegen für Besa nämlich. Da haben wir ja erst eins. Items, Schiff-Items vielleicht. Okay, hat er nicht, aber wir können ja dem mal hier so ein paar Cap Trelawney bitte. Sind unterwegs. Jetzt aber, jetzt wollen wir uns mal unserem Turm hier widmen. Wählen Sie jemanden als Zofe für die Königin aus. Zofe der Königin? Oh, du meine Güte. Ich kann es kaum erwarten, die neidischen Blicke meiner Freunde zu sehen. Ja, du hast die Ehre. Eisernen Turmes würdig mit einem prächtigen Finale. Eine Torte von monumentalen Ausmaßen. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Der Musikpavillon. Feierlich sein, einfach unvergesslich. Der Musikpavillon. Die Welt wird dieses Tages gedenken. Möge die Torte daran erinnern, als Turmtriptychon der Backkunst. No. Der schöne Musikpavillon. Ich habe schon manchen Backwettbewerb gewonnen, aber das hier ist eine echte Herausforderung. Hoffen wir mal, dass es das Sahnehäubchen auf der Torte der kulinarischen Köstlichkeiten sein. Ah, wartet mal, wir haben noch ein super cooles Item bekommen. Hier irgendwo. Wir nehmen mal das Langweiligste hier raus. Ach hier, das steht schon drin, kann es sein. Oh. Enttäuschend. So, bereiten Sie, Alter, wie lange entscheiden, okay. Ich möchte ein besonderes Dessert, das dem Eisernen Turm alle Ehre macht. Biscuit oder mit Talg?
So, jetzt möchtest du noch was trinken. Ach nee, Alkohol, vielleicht Rum. Kaffee. Wir wären dann soweit. Das i-Tüpfelchen. Bananen. Die Tür des Eiskellers öffnen. Das heißt... Jetzt sollen wir den fertigstellen. Letzte Phase. Eine Katastrophe. Die Konsistenz, der Geschmack, das Aroma. Ganz und okay. Gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was wird bloß die Königin dazu sagen? Was Sie unbedingt beachten müssen, ich habe schreckliche Gerüchte von Komplotten rund um den Turm gehört. Wie wir alle wissen, waren Staatsoberhäupter in letzter Zeit häufig Ziele von Attentaten. Mhm. Man hört Leute im selben Satz von der Königin und von schrecklichen Dingen sprechen. Ich habe Angst, dass die Rebellen einen Coup d'État oder etwas anderes Fürchterliches für die Einweihungsfeier planen könnten. Unter keinen Umständen darf die Sicherheit der Königin gefährdet werden. Verschwörer in der Nähe des Turms. Okay, erstmal ein Polizeirevier. Hier. Finden Sie den Verschwörer. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Hier. Ein Verschwörungstheoretiker. Wir müssen ein paar Aluhüte aufspüren. Ja und? Alter, was machen die hier? Okay. Ja, jetzt das Alu. Da war das Alu. Die Gewerkschaft hat genau das vorhergesagt. Den ganzen Querdenker muss man jetzt hier in den Bau stecken. So. Mit Steuererhöhungen drohen. Ja. Nee, ich zahle keine Kohle. So, ausliefern. So geht das. Die Königin muss um jeden Preis gerettet werden. Oh Gott, da müssen wir jetzt eine übelst lange Route fahren, oder? Bringen Sie den Arbeiter hier hin. Kein Problem, wir haben jetzt hier den, so. Kurs halten! Das ist wahrscheinlich, ist das der Arbeiter? Ja. Das ist der rebellische Arbeiter, der wird jetzt ausgeliefert. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen Kohle abgreifen, indem wir noch ein bisschen... Nee, okay. Nee, dann fliegen wir direkt dahin. Oder wir haben noch Seife da. So ein bisschen Seife noch mitbringen. Gucken wir mal, wie viele Seife wir gerade da haben. Nicht besonders viel. Egal, wir nehmen alles mit. So, und dann ab zur alten Welt. Wie sieht's jetzt aus mit Kanonen? Hat sich hier mal was getan? Oder? Bereit für den Einsatz. Ey, das dauert ja ewig. Oh, eine Inspektion. Warum hat er keinen Strom? So, was müssen wir noch machen? Also den Arbeiter hinbringen, okay. Das dauert jetzt hier noch mit dem Turm, der wird gebaut. Sieht schon krass aus, finde ich. Ist, glaube ich, sogar das höchste Gebäude im Spiel. Oh, da brennt's. Schön, schön, dass wir das auch mal wissen, dass es da lichterloh brennt.
Okay, wir brauchen mehr von den ganzen Feuerwachen auf jeden Fall. So. All meine Entwürfe, ein Raub der Flammen. Turm nochmal zeigen. Die meisten sehen sich doch eh nur die Bilder an. Ja, pass mal auf, wenn der fertig ist. Ja. Ich finde das cool, dass jetzt hier so Schaulustige immer mehr dazukommen. Das finde ich schon geil. Wir können ja schon mal anfangen hier mit unseren Ornamenten hier. Weil die wollte ich ja mal haben. So. Reißen wir mal die Baustelle hier ab. Na komm schon, weg damit. Genau, so wollte ich das. So, und dann fangen wir doch mal an hier. Mit unserem Weg. So einen richtig opulenten Weg will ich jetzt hier. Aber genau, wir machen das so richtig krass, muss das jetzt werden. Also. Warum ist jetzt mein Interface weg? Lol. Was ist los? Ja, danke Ruhm. Viel Spaß beim Lurker und ich hier überlegen, was hier gerade passiert ist. Das Spiel hat sich gerade verabschiedet, okay. Ich habe anscheinend irgendeine Taste gedrückt oder so, mit der man das Interface... Aber nee, das kann es ja nicht sein. Ich glaube, da ist ein Bug. Okay, jetzt ist hier alles vorbei. Vielleicht kann man ja... Nee. Das ist ja blöd, dann muss ich das Spiel wohl neu starten. Das ist ja echt blöd gelaufen, Mann. Ach, Menno. Was soll das? Ja gut, einen Moment bitte. Hey lol, man sieht's ja hier noch im Jetzt geht's ja. Okay, alles wieder gut. So, ich hab kurz einen Herzanfall bekommen. Okay, so, dann jetzt hier. Es muss symmetrisch sein, es muss perfekt. Weil hier stimmt irgendwas nicht. Also wir haben einmal da und dann... Ah, so hier, ne? Dann ist es symmetrisch. Genau. Das mit den Bäumen muss ich halt noch überlegen, wie wir das machen.
Ich habe mich noch nicht entschieden, welche Art von Baum da hin soll. Es muss halt ein richtig krasser Baum sein. Es gibt ja diese Bäume da, die so eine Art... Wenn ich jetzt mal schaue, kurz. Es gibt einfach zu viele Ornamente, ey. Also es gibt Kirschbäume, dann gibt es hier diese... Das finde ich eigentlich ganz geil. Wenn wir das hier so machen und dann den Rest hier mit... So hier? Das hat doch was, oder? Nee, wo war ich hier gerade? Alte Welt. Neutralen Auftrieb erreicht. Ich glaube, wir müssen uns nochmal dem nähern. Aber ich fliege erstmal zum Gefängnis. Motoren anwerfen. Der ist ja auch sehr schnell hier, der Zerstörer. Die Menschen lassen sie hochleben. Hoch, hoch, hoch. Ja, bitte mal einmal hier die ganzen botanischen Garten-Items. Rhododendron. Ah, schön. Dann bitte einmal Capitoloni, Marte Metropolis. Passt soweit. Capitoloni. Wie lange braucht er eigentlich noch? Na, schon ein Stückchen. Der hat eigentlich... Hä? Der hat eigentlich schon alles da, was er braucht. Das ist ja interessant. Also es ist nur noch Zeit, die vergehen muss, okay? Aber der liebe Ruben, den wollen wir doch eigentlich das nicht entgehen lassen, ne? Also mal gucken, ob er rechtzeitig zurück ist, aber ich mache jetzt auch nicht mehr so lange. Gefängnis bitte. Ja, mal, vielleicht hat er auch noch ein cooles Item für uns. So, mein Lieber. Item. Arbeitskräfte erforderlich, Attraktivität aller Restaurants. Dampfwagenfabrik, ein verarbeitetes Gebäude, Glühfäden. Nee, das brauchen wir alles nicht. Ist irgendwie langweilig. Wir haben eine Flugroute. So, zurück bitte. So. Ich würde sagen, wir stellen heute den Turm noch fertig als großes Finale. Das machen wir noch, oder? Er ist echt flott. Sie würden der Königin Toleranz, Sympathie, Verständnis... Eine gute Verdauung. Wichtige Eigenschaften eines Monarchen für eine glückliche Regentschaft. Ja, das ist ein ganz wisses. Halb macht der hier. Produktivität 40, Schneidergeschäft, Ballmanufaktur, Kostümhändler. Hat er noch irgendwas Geiles hier, Zusatzeinkommen zu sehen? Ausgeräumt, eine sichere Zeremonie, saubere Straßen, eine rundum vortreffliche Arbeit. Ah, oh, so richtig geil ist das ja nicht. Ich nehme das mal mit. Aufgaben. Neue Welt. Ah, nicht der neue Welt. Capitoloni. Kanone. Wir brauchen 20 Kanonen. Das wird echt sehr, sehr lang dauern, das hier. Muss ich sagen. Das ist ja wirklich krass. Was ist mit meinen Ingenieuren los? Sie erreichen die Grenzen des Machbaren. Schlecht.
aber soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir haben natürlich neue Module hier. Sehr schön. Also mit dem bin ich sehr zufrieden, mit dem botanischen Garten. Da haben wir heute wirklich was geschafft. Er ist richtig schön geworden. So. Dann haben wir hier noch... Hier möchte ich ja Häuser haben. Ist absolut richtig so. So. Geil. Sieht geil aus, oder? Gefällt mir. Oh, wir können gleich upgraden. So sieht's aus. Wenn das jetzt gut läuft. Wenn wir Glück haben. Zufriedene Ingenieure, das wäre schön. Dann können wir weiter unseren Einflussschulden senken. Erstmal die jetzt hier hoch. So. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wie sieht's denn aus jetzt? Nee, nicht gut. Okay, wer ist das nochmal? Bereit für den Einsatz. Schneidergeschäft bei Manufaktur. Was ist denn das Schneidergeschäft? Das kommt wahrscheinlich auch erst dann irgendwann. Noch einiges an Material. So. Auf euch geht's noch gut. Ihr seid noch dabei. Lasst gerne ein Follow da, weil ich gleich aufhöre. Freue mich über jeden, der hier mitmachen möchte. Dann kriegt ihr sogar ein Schiff oder eine Insel, die nach euch benannt werden. Das dauert ja noch. Okay. Was haben wir noch für Aufgaben? Stellen sie fertig. Okay. Blöden Glühbirnen. Das kann doch auch nicht sein. Was war da eigentlich das? Stören Sie sich nicht an den Dampf. Glühfäden. Glühbirnen. Wahrscheinlich haben wir einfach zu wenig davon, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir nicht genug Glühfäden haben. Ja. Da brauchen wir einfach von allem noch mal ein bisschen mehr. Und wisst ihr was? Wir haben ja hier... Ach nee, die sind schon... Nee. Einschalten bitte. So. Glashütte. Brauchen wir auch noch eine. Glühfädenfabrik. Von allem noch ein bisschen mehr hier. Ups. Es mangelt an Arbeitskraft. Vielleicht. Alter, ey, die mit ihrem blöden. Die mit ihrer blöden Arbeitskleidung, ey. Gott. Diese. Haben wir hier doch bestimmt wieder ein paar Bauernhäuser, oder? Die wir upgraden können. Na, noch nicht so ganz. So. Ich lasse das mal weiterlaufen, gehe da mal weil kurz aufs Klo.
Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Noch 9 Minuten. Wie geht's meinen Ingenieuren? Ja, jetzt passt wieder mit dem Kaffee in die, ne? Keine Sorge, der Kaffee kommt bald. Neutralen Auftrieb erreicht. Sag mal, hier war doch. Befehle erhalten. Gib das mal dem Schiff hier und dann fliegst du nach Inbesa. Das ist schade, wir können. Ich dachte, ich hätte mal ein Luftschiff-Item, aber nee. Egal, flieg nach Imbesa bitte. Shaka Zulu. Neue Befehle? Oh, wir haben mal noch so ein Messerchen. Dann ab ins Museum damit. Irgendwo ist bestimmt noch Platz dafür. So. Mehr Arbeiter, bitte. Hier. Ja, sehr schön. Mehr, mehr, immer mehr. Vor allem mehr Ingis. Ich will hier wirklich mehr Metropole. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch Kaffee und Strom. Also die hier zumindest sollten eigentlich jetzt fast zufrieden sein. Mal gucken, wann die nächste Kaffeelieferung kommt. Scheint irgendwie gerade nichts unterwegs zu sein. Aber 30 FPS, eieiei. Die City wird immer größer. Oh, oh, guckt euch an, die Arbeiter, die springen uns alle ab gerade. Sieben Minuten noch. Klar, wir können die Zeit auch beschleunigen, aber. Die Luke vom Lager geht nicht. Irgend hat hier jemand Kaffee oder so? Oh, Leute. Ein bisschen Kaffee. Nein. Irgendjemand mit Kaffee hier, da? Kaffee. Alter, niemand bringt Kaffee mit. Das gibt's doch nicht. So. Steuermann? Hm?
Na, komm schon. Machen wir noch ein bisschen weiter hier. Hier machen wir einen Steinkoralle. Hier machen wir einen Gunguru. Und hier ein Rhododendron. Ja, der Botanische Garten, am Anfang habe ich den so ein bisschen so runtergemacht, weil das so ein blöder DLC sein soll. Also ich habe halt gemeint, hey, er hat kaum Inhalt, aber ey, das ist doch schön, ist doch cool, gefällt mir. Alles gut. So, was ist mit dem Forschungsinstitut? Wollen wir mal ein bisschen in Forschung investieren? Bahnbrechende Entdeckungen? Ja, das bringt uns alles erstmal nichts. Wir können entweder Items entwickeln. Ich finde die aber alle so ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Also vor allem müssen wir jetzt, welche können wir uns halt überhaupt leisten, ne? Antiseptika. Im Moment bringt es halt nichts irgendwie groß. Also das hier würde ich gerne haben, aber es kostet halt 2000. So viel können wir nicht benutzen. Also ich würde eher investieren in Talente oder in Technologie, Kultur. Ich würde wieder mal in Technologie investieren. In welche Technologie wollen wir investieren? Gleich nochmal, würde ich sagen. Oh, industrielle Hippe! Industrielle Hippe. Wir haben sie endlich. Ja. Oh, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, auf die industrielle Hippe, Mann. Jawollo. Wir haben sie. Wir haben sie. Industrielle Hippe. Jetzt müssen wir nur noch uns die Forschungspunkte holen. Und schon können wir es uns gönnen. Was haben wir denn hier noch so? Müssen wir hier schauen. Irgendwelche unnützen Sachen hier vielleicht. Weg damit. Weg. Weg. Ah, das ist gut. Weg. Alle Besucher. Vielleicht eine Karte, genau. Ich würde sagen, den hier. Das hier brauchen wir nicht. Hier ist haben wir doppelt. Jetzt müssen wir nur noch. Moment. Ja, die finde ich aber alle ein bisschen cool hier, die Sachen. So, wir machen das hier. Und. Nee, das Zebra mag ich auch. Wir nehmen die Chroniken von dem Weser. Her damit. Und Dankeschön. Denn jetzt können wir uns die Hippe hier besorgen. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben da. Ah, noch 30 Minuten, okay. Ich freue mich so. Ich wollte die schon so lange haben. So, noch 2 Minuten. Die Ingis sind mal wieder unzufrieden, natürlich. Soll es anders sein? Wieder irgendein Quatsch hier fehlt, Warte mal. Keine Paprika da. Schön. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh Mensch, warum? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ja. Mal hier noch ein paar Upgrades, würde ich sagen. So, sehr schön. Und jetzt müsste es gleich soweit sein. Der große Moment, Alter, hier geht überhaupt nichts, ey. Diese Ups. Was alles passiert, wenn man keine Paprika mehr hat, ne? Was ist denn hier mit der Insel? Die macht doch hier Paprika. Die haben sogar ein volles Lager. Ja, weil mir das wird
die Dings fehlt. Versteckt die Flaschen, der Boss. Ein Schiff brauche ich dazu, aber kein Problem. Wir haben ja hier jede Menge Schiffe. Sind unterwegs. Krieg mal alles hin. Noch 47 Sekunden. Geben Sie uns einen Kurs. Ja, mit den Kanonen hier, da passiert ja überhaupt nichts. Kanonen. Das Gefühl, dass die irgendwo... Nee, das kann ja gar nicht sein. Der nichts mehr jetzt hier oder was ist da los? Uns geht das Material aus. Kein Stahl mehr. Stahl, kein Eisen natürlich. Wie soll es anders sein? Oh, es ist soweit. Wir sind fast am Ziel. Ach nee, dann soll der das mal machen. So. Wir sollen mal hier hinfliegen. So. Motoren anwerfen. Wir machen jeden Moment unseren Turm fertig. Paprika. Hey. Alles rein, bitte. Auch sämtliches Eisen, bitte. Die Items? Nein. Setz das Ding in Bewegung. Ach nee. Oh, fahr doch ruhig hin. So. Das ist jetzt quasi das Letzte, was ich noch mache. Sehr schön. Es ist soweit, Leute. Seid ihr bereit für meinen Turm? Oh, das ist geil, ey. Das ist so ein richtiger großer Erfolg jetzt hier. Das ist wirklich geil. Also. Alter, ey, das ist episch. Und. Oh, wir haben es geschafft. Boah! Episch! Ist das geil, ey! Triumphal! Mwah. Fantastico! Was für ein Anblick. Oh, schauen Sie dort am Horizont. Das königliche Luftschiff naht. Lasst die Fanfaren erklingen. Was für eine tolle Sache. Die Bewunderung eines staunenden, ergebenen Publikums. Welcher Monarch hätte nicht davon geträumt, seinem Zeitalter einen solchen Stempel aufzudrücken? Nun warten wir nur noch auf euch. Wie geil das präsentiert ist. Also das Spiel hat das halt wirklich cool gemacht, finde ich. Also es ist nicht einfach nur fertig, sondern du machst ja so richtige Party noch dazu. Ich bin wirklich begeistert. Welch großartiges Ereignis. Diese Noblesse, diese Pracht. Die paradierenden Gardisten der Küche. Gedenkt dieses Augenblicks. Möge diese Stunde für alle Zeit in Erinnerung bleiben. Wow. Ich soll die Königin fotografieren? Okay.
Wo ist denn die? Da. Sensationeller Turm enthüllt. Ihre Majestät besuchte heute höchstpersönlich in Marte Metropolis die Eröffnung des Eisernen Turms. Man munkelt, sie sei vor allem für die edlen Speisen im dazugehörigen Nobelrestaurant angereist. Gute Idee, Restaurant bauen noch. Auf jeden Fall, ne? Was brauchen wir noch? Wir müssen hier alles hinstellen, was man so machen kann als Touri-Laden. 100 Pro, ey. Kaffee. Was habt ihr kreiert, um diesen grandiosen Anlass zu ehren? Bar. Also alles. So, aber... Mein Gott. Ich bin wirklich begeistert. Begeistert bin ich. Ich hoffe, ihr auch. Es hat mich super gefreut. Dann schicke ich euch mal zur lieben Eileen rüber. Wirklich coole Streamerin. Und wir sehen uns das nächste Mal dann. Nächsten Dienstag. Bis dahin. Tschüssi und vielen Dank für alle Zuschauer. War wirklich mega geil, Leute. Bis denne.